herzlich willkommen beim Among Us in Real Life Turnier. Ich habe das Gefühl, jeder von euch unterschätzt die gesamte Situation. Was hast du gemacht? Fass mich nicht an! Ja! Jetzt halt die Fresse! Ich bin kein Fresse! Wollen wir jetzt schon mal anfangen zu bloggen oder so, ja, vielleicht? Ja, mach an. Wir können ja die Zeit jetzt hier nutzen. Warte. Sag. Hast du? Ja, jetzt. Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind verlobt. Und wir machen beim Among Us Real Life Turnier mit 10 anderen Influencerinnen und Influencern. Ich bin so aufgeregt, oder? Und wir wissen nicht, wer es ist. Nee, überhaupt nicht. Aber erstmal zeigen wir euch die fette Villa hier. Ey Leute, die sieht so heftig aus, oder? Ich freue mich so. Auf jeden Fall, wir nehmen euch die ganze Woche lang mit. Also bleibt dran. Wir haben euch lieb. Das war scheiße. Ja? Können wir es nochmal machen? Nee, lass uns das nachher machen. Ich habe jetzt echt gar keinen Bock, das nochmal zu machen, ja? Na gut. Gehen wir jetzt rein? Nee. Kommen wir bitte auf die anderen. Ach komm, wir gehen jetzt rein. Nein, können wir bitte auf die anderen bitte warten. Bitte, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Bitte, warte. Guck, da sind die auch schon. Boah, Alter. Jetzt fühle ich mich nackt. Ja, ohne Handy, ohne WhatsApp, ohne Instagram. Das wäre die perfekte Instagram-Story. Oh, so. Warum durften wir unsere Handys nicht mitnehmen? Ich glaube aber, es hat einen Sinn. Ja, weil, stell mal vor, uns passiert irgendwas. Sie dürfen ja nicht die Polizei rufen. Ja, aber man muss einmal drauf klarkommen. So. Wir sind eine ganze Woche hier im Among Us, in Real Life Turnier. Seit Wochen freue ich mich drauf. Ich auch. Das sieht richtig geil. Ey, das sind die von Kappe Golds, Alter. Kappe und Tour, Mann. Okay, lass mal hingehen. Oh, wie cool, dass ihr auch da seid. So, wirklich. So, habt ihr gut hergefunden? Ja. Ja? Alles gut. Ja. Und ihr so? Ja, ich auch. Nice. Ihr seid nur mit einem Koffer angereist, ist das sparsam? Ihr habt gar keinen Koffer. Mein Auto! Okay, warum ist er überhaupt noch hier draußen? Warum seid ihr nicht reingegangen? Ist echt so. Wir haben gewartet. Seid ihr komplett doof, oder was? Ach, ist was so, habt ihr bitte gewartet? Seid ihr so nett, Leute? Lass mal reingehen, Hallo? Alter. Was ist denn los? Wie gemein. Ich hab's ja gesagt. Mimi, du hast immer recht. Oh, oh mein Gott, das ist so schön. Krass. Wow. Ist das cool. Nice. Das ist die krasseste Villa überhaupt, oder? Ehrlich? Das ist einfach eine Woche hier sein, das ist ja überfall. Oh, das ist so geil. Wir haben unser Preisezimmer. Oh ja, tschüss. Nein. Was heißt denn hier ein größeres Zimmer? Das Zimmer ist mega. Das ist ja das größte Zimmer, oder? Ich bleib auf jeden Fall hier. Ist echt nice hier. Bleib du doch auch hier. Meinst du das ernst, Regina? Also ich meine, hier sind bestimmt, wir sind in einem Schloss, ja. Hier gibt's bestimmt auch noch so mehrere Zimmer. Also falls du alleine sein möchtest. Ich meine das ernst. Wir sind keine 12 mehr. Mein Gott, das Zimmer ist groß genug. Aber wir haben ein kleines Problem. Du bist groß, die Decken sind niedrig, stoßt dir nur nicht den Kopf. Nicht, dass sie mich in der Gehirn aufstellen, oder? Alle Spielerinnen und Spieler sind eingetroffen. Bitte begebt euch umgehend in den Versammlungsraum. Jetzt schon? Wir sind gerade erst angekommen, ey. Ich will noch ein bisschen chillen. Also. Ja, wir dürfen nicht zu spät kommen. Ich nehme das ernst. Komm. Komm. Oh mein Gott, wart ihr beide bei GNTM? Ja. Welcher Platz seid ihr geworden? Heftig. 8., 7. Krass. Oh mein Gott, ihr seid so hübsch, wirklich. Oh, du. Sag mal nur so eine allgemeine Frage. Hallo? Ist dabei... Hey. Jonas! Hi. Oh mein Gott, Couple on Tour. Wow, hi, na? Alles gut? Jonas, Digga, wie geht's?
Ja, nicht so viel bei dir. Alles gut. Bist du noch hier mit Dings zusammen? Hier mit... Achso, nee. Oh. Ja. So. Nee. Hi, Jonas. Hi. Freut mich. Hey Leute, hi. 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 Larrys. Ja. Krass. Und... Ja. Ah, da steht sogar mein Name. Heißt du, hey, aber Leute, da sind noch Pullis übrig. Kommen da noch mehr Menschen? Kiano. Hi. Moin. Oh, hey. Jo, was geht? Hi. Hallo. Hallo. Wen hast du da mitgebracht? Ja. Ja, hi alle zusammen. Ich bin Melissa Ming und ich bin Model und Influencerin. Achso, Gary. Ich bin Schauspieler. Ja, wurde auch eingeladen. Hi. Cool. Hey. Hi. Hi. Ja, mich kennt ihr ja, also ich habe jetzt eh keinen Bock auf eine Kennenlernrunde. Ja. Meine lieben Influencerinnen und Influencer, herzlich willkommen beim Among Us in Real Life Turnier. Wir freuen uns sehr über eure Teilnahme und sind gespannt, wer von euch siegreich sein wird. Die Regeln sind einfach. Jeder Spieler hat seine individuelle Aufgabe, die er bis zum Ende der Woche gemeistert haben muss. Doch unter euch sind auch Verräter, die euch auflösen können. Kurze Frage, was heißt auflösen? Also, ich kenne das ja nur an der Tablette, aber das ist ein bisschen... Wenn ein aufgelöster Spieler entdeckt, habt ihr in einem Emergency-Meeting die Möglichkeit, einen Spieler rauszuvoten. Rausgevotete Spieler werden durch die Kellertür gestoßen, verschwinden und haben keine Chance mehr auf den Preis. Spieler, die das Grundstück verlassen, werden disqualifiziert. Entlarvt die Verräter und besteht eure Aufgabe oder verliert. Jeder Gewinner erhält ein Preisgeld von 1 Million Euro. Was? Was? Auf dem Tisch liegt für jeden seine persönliche Aufgabe bereit. Wer seine Aufgabe nicht geheim halten kann, hat verloren. Eure neuen Outfits liegen auf dem Tisch. Sobald ihr umgezogen seid, kann das Spiel beginnen. Und jetzt. Warum habe ich jetzt weiß bekommen? Ich bin mega clumsy, ey. Das Ding wird mir direkt am ersten Tag dreckig werden. Okay, du hast es ja wirklich geschafft, dich in der kurzen Zeit dreckig zu machen. Ich hab's doch gesagt. Warum hab ich weiß bekommen? Ey, Mann. Sauber, Regina. Nee, eben nicht. Wollen wir vielleicht tauschen? Ich mag weiß sowieso viel lieber. Ja, sehr, sehr gerne. Na, ich will tauschen? Mintgrün steht hier super. Also ich finde mit meinen Haaren, dass das steht also mir viel besser. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man die Farben nicht tauschen darf. Wir haben die zugeteilt bekommen und deswegen denke ich, dass die jetzt auch zu uns gehören. Ehrlich jetzt? Ja. Boah, super. Ich mag gelb eh. Toll. Aber haben die Farben irgendeine Bedeutung? Ich meine, ich habe mal gehört, dass Violett für sexuelle Unzufriedenheit steht. Also ich weiß nicht, woher ihr das wisst, so, aber das ist irgendwie schon demütigend. Dann will ich lieber nicht tauschen. Ich bin sehr zufrieden. Also ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir jetzt quasi eins mit der Farbe sind. Also du bist nicht mehr Tim, sondern du bist jetzt Violett. Wie jetzt? Als Name oder was? Okay. Warte. Wir nennen uns jetzt und du Violett, bist weiß? Ich bin weiß und wir haben grün und gelb und blau. Und blau. Dunkelblau. Mhm. Dunkelblau. Hi, gelb. Hi, hellgrün. Krass, okay. Okay. Aber haben die Farben vielleicht irgendwas damit zu tun, dass wir zwei Imposter haben? Also wer von uns könnte jetzt eher der Imposter sein? Ja, das denke ich auch. Das macht viel mehr Sinn als das mit der sexuellen Lese. Also ich bin es definitiv nicht, ja. Ist aber schon krass zu wissen, dass also wahrscheinlich mindestens einer von uns der Wahrscheinlichkeit nach ein Imposter ist. Ja, aber wer könnte es sein? Ich bin's nicht. Ey, ich bin weiß, ich bin Engel, ich aber bin aber warte mal, sie gerade sofort, ich bin's nicht, das ist schon ein bisschen lol. Ich würde niemals lügen. Naja. Das könnte auch ein Verräter sagen. Und du? Du bist weiß. Unschuldig, oder was? Nee, so nicht ganz, aber ja. Okay. Ich glaube, es macht doch gar keinen Sinn, jetzt gerade irgendwelche Leute zu beschuldigen. Wir kennen uns ja erst gerade seit ein paar Stunden. Lass uns später die Köpfe einhauen. Ja, wir haben noch genug Zeit dafür. Was mit den anderen? Lass uns suchen, oder? Okay, ja. Let's go. Oh, sorry, ich dachte, hier wäre frei. Ich bin schon weg. Nein, stopp! Sorry. Ich wollte fragen, hast du schon Leute kennengelernt hier? Hast du schon Leute kennengelernt? Also ich kenne ein paar von Instagram und dir folge ich, glaube ich, sogar. Wirklich? Ja. Wow, cool. Ich habe kein Handy dabei. Wir dürfen die nicht mitnehmen. Ja. Sonst würde ich die zurückfolgen. Okay. Und hast du eigentlich schon mal... Ja. Ich habe das Gefühl, wir können uns ganz gut verstehen.
das soll nicht awkward sein oder so, aber wenn du, falls du noch kein Zimmer gefunden hast, hier, ich, du könntest hier schlafen neben mir, wenn du magst. Gute Idee. Warum nicht, ne? Wirklich? Mhm. Wollen wir uns vielleicht bei einem Getränk kennenlernen? Ja, sehr super Idee. Warte, lass uns so mal. Ich hole das Getränk, weil nicht, dass du aufgelöst wirst auf dem Weg oder so. Okay. Okay, dann bis später. Oh mein Gott! Oh, das ist alles unser? So, cool. Warte, ich bin essen. Also, meinetwegen könnten wir auch die ganze Woche auf dem Zimmer bleiben. Ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Hast du recht. Was denkst du eigentlich, was passiert, wenn man hellgrün und gelb miteinander mischt? Ist das dein Ernst? Fängst du jetzt echt mit den Farben an? Naja, wir müssen uns schon an die Regeln halten. Ja gut, da hast du recht. Warte. Wollen wir nicht vielleicht erstmal die anderen kennenlernen? Wir haben die noch nicht kennengelernt und das können wir doch auch noch heute Abend machen. Na gut. Bis nachher. Ernsthaft? Oh. Bis Sex in der Villa? Mann, Orange. Sag mal, bist du schwul? Was? Nein. Ja, weißt du, ich bin eigentlich auch hetero, also hat sich das auch erübrigt. Also eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir uns ein Zimmer teilen wollen, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weird, oder nicht? Ach so, doch klar, lass gern machen. Ich kenne hier niemanden und wir sind zusammen angereist, also klar, gerne. Okay. Irgendwer muss sich ja mit dem schwarzen Schaf abgeben. Okay, ja. Komm mal her. Ich muss hier kurz so was sagen. Weißt du, ich kann hier niemandem vertrauen. Okay. Und dich finde ich echt super witzig. Und ich glaube, wenn wir uns vertrauen können, dann können wir zusammenhalten und gewinnen das Spiel. Weißt du, wie ich meine? Ich habe dich heute noch gar nicht lachen hören. Ja. Ich finde dich trotzdem super witzig, ja. Okay, cool. Auch wenn ich das nicht so direkt zeige. Ich mag außerdem die Farbe deines Pullis. Die finde ich schön. Danke. Ich mag Orange. Ist meine Lieblingsfarbe. Ach echt? Nach Schwarz. Witzig. Ja. Also, sind wir ein Team? Klar. Ja? Ja, Mann. Hand drauf. Komm. Ja. Ich, Ach, scheiß drauf, hier! Ein Team. Ein Leib und eine Seele. Ja. Ein Herz. Ja. Was machst du denn so alleine hier? Hast du etwa Angst, aufgelöst zu werden? Oh. Nein, ich warte auf jemanden. Mhm. Ah, also du hast schon ein Auge auf jemanden geworfen. Da versteht wohl jemand keinen Spaß. Ja, komm, dann lass den jetzt mal in Ruhe. Wir gehen. Er hat ja mal meine Uhr geklaut. Hat hier ungefähr so gar kein Zeitgefühl, aber das ist ein bisschen lang für einen Drink machen, oder? Mom. 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 Ich bin jetzt komplett nicht. Hallo. Mom. Verstecken, weil also wäre cool, wenn ich die Regeln vorher kennen würde, weil sonst macht es nicht so viel Spaß. Hm?
Was? Und was ist das für ein Trick? Hast du dich jetzt aufgelöst, oder? Aufgelöst. Braun? Braun! Melissa! Das ging ja mega schnell, was passiert? Komm rein. Was? Komm rein. Leute, was ist jetzt hier? Was ist los? Melissa, was? Ja. Es ist geschafft, du weißt, es dauert noch. Okay, alle da? Ja. Das hier, das passiert. Oh, fuck! Bro! Na, was? Sie wurde aufgelöst. Ich weiß auch. Scheiße. Aber jetzt? Wie kann das denn jetzt schon sein? Scheiße. Hey, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Die Verräter haben zugeschlagen. Jetzt offiziell. Also müssen wir diskutieren. Schwarz, du bist doch mit Braun hergekommen. Hast du sie vielleicht von Anfang an da schon im Visier gehabt? Wo ich dich da gerade allein liegen sehe. Ich könnte zu dir kommen, heute Nacht bei dir pennen oder so. Bist du nicht allein. Wow!